So, hallo. Letzte Aufnahme in dieser Session. Wir machen weiter bei WarioWare. Get it together. Wir getten nicht alles together, aber wir bemühen uns. Und jetzt sind die Tiermissionen dran. So. Gucken wir mal, was wir da alles machen müssen. Rumeierei. Eierbruch erfolgreich ab, nachdem du das Ei einmal gedreht hast. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man das Ei überhaupt drehen kann. Aber gut, das werden wir gucken. Vielleicht mit dem Orbulon-Typ. Als 9 Volt. Schildkrötenrotation, nachdem du die Schildkröte mindestens einmal umgedreht hast. Okay. Vielleicht kriegen wir es hin. Keine Ahnung. Schließe als Cricket das Spiel Wolkig bis Heiter auf Level 3 ab, indem du auf den Wolken springst und den Boden zu keinem Zeitpunkt berührst. Okay, Level 3, wir werden sehen. Als Cut nur mit Ruhm bekleckert und trifft 15 der ekligen Klumpen mit einem Shuriken, bevor es Game Over heißt. Oha. Das klingt wieder nach Hektik, Hektik, Hektik. Schließe das Spiel Safari-Risiko ab, nachdem du 4 Runden um die mittlere Plattform gedreht hast. Okay, keine Ahnung, was es bedeutet. Wir werden sehen, weil ich dieses Spiel nicht mehr kenne. Kükenlotse. Bewirke 15 Mal das Erscheinen des Fragezeichen, bevor es Game Over heißt. Oh Gott, okay. Ah, ich verstehe, was das... Ja, ich verstehe, was das ist. Uff. Tiererziehung, tritt auf 12 Extremitäten, damit die Tiere sie einziehen, bevor es geht. Oh, das klingt sehr merkwürdig. Alles klar, mit Mantis. Nochmal Tiere. Hamsterheld, indem du auf das Hamsterrad springst und dann zu keinem Zeitpunkt den Boden berührst. Ah, verstehe. Okay, okay, alles klar, kriegen wir hin. Katzengeschäfte, ohne irgendeinen Teil der Katze zu beschmutzen. Aha, haben wir bisher als immer die Katze beschmutzt oder was? Alles klar, interessant. Eisbrecherbärchen, indem du bewirkst, dass 2 Eisbrecher auf einmal. Ja, okay, verstanden. Das machen wir mit Rob. Das weiß ich jetzt schon. Kriegen wir hin. Pumpen können. Und dann ist schon Sport. Gar nicht der Boss. Das Boss-Ding hat keine Mission bekommen. Okay, bin ich dabei. Bin ich dabei. So, dann gucken wir doch mal. Da ist Eierbruch. Also, ich muss das Ding drehen, bevor es kaputt geht. Da würde ich doch mal sagen, das ist mit Orbulon eine Geschichte. Aufschlagen. Oder auch nicht. Ja, wir können ja mal weiter mit dem spielen. Aufschlagen. Nee, okay, er kann es nicht drehen. Er kann es nicht drehen. Wer kann's denn drehen? Kannst du das Ei vielleicht drehen? Aufschlagen. Du kannst es alles andere als drehen. Nein. Ich habe doch gerade festgestellt, dass du nicht geeignet bist dafür. Kann Penny das Ei vielleicht drehen? Die wird es wahrscheinlich sofort kaputt schießen mit ihrem blöden Wasserstrahl. Aufschlagen. Ja, weiß nicht. Wir spielen mal weiter. Vielleicht geht's halt bei Level 3 erst oder so. Aufschlagen. Es geht zu schnell kaputt, glaube ich, bei ihr. Aufschlagen. War logisch. Aufschlagen. Ah, ich weiß nicht. Na, ich glaube, sie macht es zu schnell kaputt. Aufschlagen. Nee, ich glaube, sie macht es zu schnell kaputt. Kann Wario das vielleicht so andashen? Und dann dreht sich das erstmal ordentlich. Also, hat jetzt nicht so funktioniert. Aber vielleicht ja erst ein späteres Ei. Vielleicht erst das kleinere, das goldene dann so. Keine Ahnung.
Ja, das könnte hinhauen. Mal gucken. Aufschlagen. Aufschlagen. Es geht, wenn dann, ich glaube, wenn dann geht es wirklich nur mit dem Goldenen, das Drehen. Ja, das war halt auf dem Kopf jetzt, aber es war noch nicht einmal rum. Ah, nee, wir brauchen jemand anders, fürchte ich. Wer könnte das Ei denn gescheit drehen, Mensch, ohne es kaputt zu machen? Kannst du das Ei drehen durch deine Wellenattacke? I don't know. Aufschlagen. Also die dreht überhaupt nichts. Aber wir warten mal bis zum goldenen Ei. Aufschlagen. Keine Glanztat. Nee. Aufschlagen. Na, die macht sofort kaputt, alles klar. Ciao. Ich bin überfragt. Irgendjemand muss das Ei drehen können, ohne es zu... Wait, ohne es kaputt zu machen. Kannst du es berühren, ohne es kaputt zu machen? Aufschlagen. Also er kann auf jeden Fall es nur mit der Bombe kaputt machen. Die Frage ist, kann er es drehen vorher? Was zum? Aufschlagen. Also es ist viel zu schwer. Der kann es auch nicht drehen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das Ei drehen soll. Ich habe leider absolut keine Ahnung, wie ich das Ei drehen soll. Egal, wir drehen jetzt erstmal kein Ei. Wir drehen jetzt erstmal eine Schildkröte. Und zwar mit 9 Volt. Ich bin gespannt. Also ich muss sie drehen, bevor ich abschließe. Irgendwie so war das, ne? Umdrehen. Aber halt komplett rumdrehen. Also irgendwie, ne? Hm. Umdrehen. Ja, aber ich kann die ja nur einmal... Hä? Ja, ich muss sie dann nochmal drehen. Wie mache ich das denn? Umdrehen. Ja, hä? Ultra gut. Umdrehen. Wie drehe ich die denn einmal komplett rum mit ihm? Was? Umdrehen. Ah, so. Also es geht auch wieder nur in Level 3, glaube ich. Ich glaube, es geht nur in Level 3. Umdrehen. Weil die anderen... Ja, da komme ich gar nicht ran. Umdrehen. Aber sie muss ich halt mehrmals anstupsen. Und dann kann ich sie vielleicht wirklich zweimal rumdrehen. Oh Gott, okay. Das Spiel beginnt. Umdrehen. Also mit 1 geht es auf keinen Fall. Die dreht sich einfach um und das war's. Vielleicht mit 2 auch, ich weiß es nicht. Umdrehen. Aber auf jeden Fall mit 3. Oh Gott. Oh, mit 1 könnte es auch gehen, das war ja gerade interessant. Umdrehen. Ja. Nein, das war viel zu... Boah, die ist viel zu schnell rumgekommen. Umdrehen. Hm. Das war cool. Umdrehen. Ja, ich meine, ich schaff's, aber das nützt mir nichts. Umdrehen.
Na, oh Mann. Okay, wir lassen das erstmal. Das ist auch wieder so ein Ding, was 3 Jahre dauert, bis ich es mal hinkriege. So, das war irgendwie, ich soll mit Cricket, glaube ich, was auf Wolken springen. Ach so, auf... Ah, ich verstehe. Sonnenlicht her. Ich verstehe. Und das auf Level 3 war es, ne? Sonnenlicht her. Ja. Sonnenlicht her. Na, das war jetzt dumm. Okay, also auf Level 3. Nur auf die Wolken springen. Von einer auf die nächste dann vor allem. Und dann obendrauf wahrscheinlich auch noch bleiben oder so. Sonnenlicht her. Nein, nicht runterfallen. Sonnenlicht her. Mist. So nicht. Ich muss oben drauf bleiben. Wie mache ich? Wie bleibe ich denn da oben drauf? Sonnenlicht her. Also klappt das da? Ja, jetzt haut sie ab von selbst. Auch cool. Sonnenlicht her. Ja. Ich kann, okay, ich kann drauf stehen bleiben, bis es abschließt. Okay, uiuiuiuiuiui. Sonnenlicht her. Mann, nicht runterfallen. Sonnenlicht her. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich einfach immer weiter... Ja, super. Wenn ich einfach mal weiterspringe, da kam die Decke. Sonnenlicht her. Ja. Ja, toll. Toll, oder? Sonnenlicht her. Ja. Ja, das war nicht... Ach, Mann. Ja, super, dass ich es geschafft habe, aber nicht... Ah, nee, ich wollte einfach erstmal weiter gucken. Wir gucken erstmal weiter. Da war, glaube ich, auch irgendwas, aber ich habe es vergessen. Muss ich nochmal lesen nachher. Das war das mit den Fragezeichen und Mama. Oh ja, die ist dafür gar nicht geeignet. Das ist natürlich ganz toll. Entchen zur Mama. Nein. Nein. So was passiert. Da muss ich 15 Mal das Fragezeichen erreichen, oder wie? What? Entchen zur Mama. Aber wie soll ich das denn abschließen? Nee. Nee, das lassen wir erstmal. So, das war mit Mantis auf das Rad. Vielleicht schaffen wir ja das. Also die Tiermissionen haben es ja in sich. Hilfe. Na, ich muss auf das Rad, Kollege. Beginnen wir. Anhalten. War es jetzt nicht richtig oder muss ich es auf Level 3 machen? Anhalten. Na, du musst doch draufstehen, du Trottel. Anhalten. Hä? Ja, super. Okay, das muss ich nochmal lesen nachher. Das war das Ding einbuddeln, ohne dass die Katze dreckig wird. Irgendwie, das klang sehr merkwürdig, muss ich gestehen. Irgendjemand, der sich leicht bewegen kann. So. Verscharren. Wo ist die Katze jetzt dreckig geworden? Hä? Verscharren. Hä, woran sehe ich denn, dass die Katze nicht dreckig... Ich, hä? Verscharren. Hä,
Hä? Verscharren. Und wo wird da die Katze dreckig? Ah, wait, muss ich das... Muss ich das um sie rum wegmachen? Ja, und dann sozusagen runtermachen erst? Irgendwie so? Dass bei der Katze kein Katzenstreu mehr übrig ist? Ist es das gemeint? Aha! Okay, immerhin eine Mission. Stabil. Ach ja, das hat man auch gesagt, wird einfach mit Robby. Das machen wir mit Robby. Müssen wir aber auch jetzt wieder bis Level 3 spielen. Hurra. Aufbrechen lassen. Positives Ergebnis. Aufbrechen lassen. So, jetzt muss ich es gut timen. Aufbrechen lassen. Oh wait, die machen, die schlagen nicht gleichzeitig zu. Das macht die Sache ungünstig. Die schlagen nicht gleichzeitig zu. Das heißt, ich muss das andere eher hin und das andere später hin. Ja, na toll, super. Ach du Schande. Aufbrechen lassen. Wie mache ich das denn? Aufbrechen lassen. Eigenlob einleiten. Aufbrechen lassen. Das hat überhaupt nicht gebracht. Oh, shit. Aufbrechen lassen. Okay, das habe ich mir leichter vorgestellt. Mist. Aufbrechen lassen. Ja, jetzt habe ich es überhaupt nicht hingekriegt. Aufbrechen lassen. Ach, so ein Käse. Aufbrechen lassen. Negatives Ergebnis. Aufbrechen lassen. Warnung. Ja, das ist okay. Rob ist nicht der Mist. Mist. Ah, das ist, habe ich mir anders vorgestellt. Der Gedanke gefällt mir jetzt nicht so. Oh ja, er ist eine gute Idee. Er ist eine gute Idee. Aufbrechen lassen. Aufbrechen lassen. So, jetzt mal gucken. Aufbrechen lassen. Das war nicht gleichzeitig? Das zählt nicht als gleichzeitig? Wie viele Millisekunden exakt willst du es haben, Spiel? Aufbrechen lassen. Aber er ist auf jeden Fall mein Mann. Er ist mein Mann. Aber boah, es war nicht gleichzeitig. Alles klar. Aufbrechen lassen. Ja, das war wirklich nicht gleichzeitig. Das sehe ich auch ein. Aber boah. Und ich darf wieder nicht bei Level 3 starten. Aufbrechen lassen. Ja, super. Aufbrechen lassen. Nein, ich habe den anderen verfehlt. Aufbrechen lassen. Aufbrechen lassen. Aufbrechen lassen. Ich krieg hier gleich Zustände. Aufbrechen.
aufbrechen lassen. So wird's gemacht. Aufbrechen lassen. Lol. Aufbrechen lassen. Das ist auch wieder so ein Try-and-Error-Scheiß. Aufbrechen lassen. Aufbrechen lassen. So wird's gemacht. Aufbrechen lassen. Ja, das war wieder nicht gleichzeitig, ich weiß. Aber dass das vorhin nicht gleichzeitig war, also... Aufbrechen lassen. So wird's gemacht. Aufbrechen lassen. Ich hab's drauf. Aufbrechen lassen. Ach komm, nee, leck mich. Da war doch irgendeins mit, ja, was ist denn das dann? Irgendeins mit Lauf im Kreis? Hä, was war denn das dann mit dem Kreislaufen? Und auch das Ding mit, schieß die und die Dinger ab. Hä? War das dann gar nicht mehr bei Tiere dabei? Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch gerade zu viel gelesen und ich kann ganz viel davon gar nicht zuordnen. Also, Ei ist klar. So, einmal umdrehen, ja, keine Ahnung wie. Ja, mindestens einmal umgedreht. Das ist auch sehr interessant. Cricket, indem du auf den Wolken springst und den Boden zu keinem Zeitpunkt berührst. Ja, das ist, macht Spaß. Ah, trifft 15 der... Ah, verstanden. Okay, okay, okay. I see, I see. Ich soll die Dinge abschießen mit Cut. Jetzt habe ich es kapiert. Machen wir gleich mal, bevor ich jetzt hier alles wieder durcheinander bringe. Cut, wo bist du? Wo es vor allem nur mit rumbekleckert da. Cut, komm her. Ja, die ist überhaupt nicht dafür geeignet. Sehr gut. Beste Option dann auf jeden Fall. Ausweichen. Gut, die trifft kein einziges. Sehr schön. Ausweichen. Wieso ist sie eigentlich nicht dafür geeignet? Sie muss einfach in die Mitte springen und das war's. Lol. Ausweichen. Oh. Ach so, und sie muss aber nur 15, sie muss nicht 15 in einer Runde schaffen. Jetzt ergibt alles Sinn. Dann ist das doch wieder machbar. Weil 15 fallen da gar nicht runter. Bevor es Game Over heißt, heißt ja einfach, bevor die 4 Leben weg sind. Ja, das kriegen wir ja easy hin. Ja, aber wieso ist sie hierfür nicht geeignet? Sie ist hierfür super geeignet, lul. Also die... Die Zuordnung von dem Spiel ist auch echt interessant. Das hier muss hier nur in die Mitte und das war's. Das ist schon schwierig. Hä? Sie ist dafür einfach nicht... Ja gut, das ist das, das für sie ein bisschen schwieriger ist, kann ich einsehen, aber ich meine, hä? Aber nicht, noch nicht 15, immer noch nicht. Okay, meinetwegen. Ja gut, wir sind bei Level 11 und ich treffe nicht immer 1. Also ja... Jetzt habe ich mal 2 oder 3 getroffen, glaube ich. Okay. Jetzt wird es langsam kritisch. Ja, easy, tschüss. Okay. Das war das. So. Auch da wäre es schön, man könnte einfach da hinspringen, wo man möchte. Aber hey, es ist halt Nintendo. Safari-Risiko. Wo ist denn das?
Habe ich nicht gelesen? Bin ich dumm? Nachdem du 4 Runden um die mittlere Plattform gedreht hast, muss ich nochmal gucken, was das ist. Safari-Risiko. Kükenlotse haben wir verstanden. Bewirke 15 Mal das Erscheinen. Ach, bevor es Game Over heißt! Auch wieder. Nicht im Spiel, sondern bevor es Game... Okay, verstanden. Und Tiererziehung tritt auf 12 Extremitäten, damit die Tiere sind, bevor es Game Over heißt. Okay, jetzt wird's... Jetzt wird's verständlicher. Ach, ich muss Cricket spielen, nicht Mantis. Ich trottel. Okay, kriegen wir hin. Ach, zu... Man muss halt lesen können, Leute. Man muss halt lesen können. Oh, okay, das ist peinlich. Ein Tatzenhieb, 2 Eisblöcke. Nicht beide gleichzeitig. Okay, das war peinlich. Okay, das war peinlich. Okay. So, jetzt will ich erstmal Safari-Risiko finden. Was ist Safari-Risiko? Ach so. Okay, und was muss ich da machen? Ich hab's vergessen. Mann. Ich krieg zu viel. Nachdem du 4 Runden um die mittlere Plattform... Wie kann ich denn um die mittlere Plattform 4 Runden... Ah, doch, ich verstehe. Ich kann unten drunter durch und dann... Ja, okay, I see. I see. Dann nehm halt jemanden, der fliegen kann. Dann sollte das doch machbar sein. So. Jemanden, der schnell fliegen kann am besten. Na gut. Na gut. Na los. Rüberkommen. Ja, moin. Aber das kriegen wir hin. Das ist genau die richtige für mich. Und jetzt abschließen. Mist. Rüberkommen. Gut. Na, wir können ja weitermachen. Passt ja. Ist ja egal, ob wir schnell oder langsam sind. Rüberkommen. Das ist zum Glück auch so getimed. Wie verhext. Dass die einen kaum erwischen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin zu langsam mit ihr. Ich habe das Gefühl, sie fliegt eine Spur zu langsam, ehrlich gesagt. Penny wäre natürlich, ne, die würde schneller fliegen, aber ich glaube, das ist sehr unangenehm, die zu steuern. Das möchte ich nicht unbedingt. Wer fliegt denn noch ein bisschen schneller? Fliegt Red schneller? Rüberkommen. Nee, Red ist auch... Ah! Red ist auch ähnlich langsam. Los! Rüberkommen! Okay, jetzt abschließen. Waren es keine 4 Runden? Rüberkommen! Ach Mann, ich weiß immer nie, wann die treffen und wann nicht. Aber waren es jetzt keine 4 Runden oder muss das ein bestimmtes Level sein? Ich muss nochmal nachlesen. I'm sorry. Kann man nicht irgendwie einfach 10 überspringen und dann... Oh nein, jetzt habe ich gewechselt. Oh. Ja, okay, kann man nicht. Rundläufer. Erfolgreich ab, nachdem du 4 Runden um die mittlere Plattform gedreht hast. Dann waren es wohl keine 4 Runden. Wer ist denn noch schneller? Ist Mike schneller?
Rüberkommen. Ja, Mike hat schon auch ein ordentliches Tempo drauf. Aber was definieren die als vier Runden so? Ja, das war klar. Also. Startvorgang. Rüberkommen. War das vier? Eigenlob einleiten. Na, scheinbar nicht. Also jetzt mal mitzählen. Rüberkommen. Ja, toll. Gute Richtung auf jeden Fall am Anfang. Erstmal in die Wand fahren. Startvorgang. Rüberkommen. Eins. Zwei. Drei. Ja, okay, das ist sogar eine ganz schön knappe Geschichte, Lul. Startvorgang. Rüberkommen. Eins. Zwei. Ja, ich kann ja nicht mal stoppen, wenn das Viech kommt. Ich habe ja keine Zeit zum Stoppen. Startvorgang. Rüberkommen. Eins. Zwei. Drei. Vieh. Ja. Okay, er ist zu langsam. Wer ist denn schneller beim Fliegen? Oh, Himmel. Wario vielleicht wegen dem Dash. Let's try Wario. Rüberkommen. Ja, ist super. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, der ist langsamer. Rüberkommen. Ja, Alter. Nein, das wär's gewesen. Okay, Wario ist mein Mann. Rüberkommen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, geil. Guter Start auf jeden Fall. Hey. Rüberkommen. Eins, zwei, drei, vier. Oh, yes. Holy moly, Macaroni. So, Cricket. Cricket, 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 Cricket. Einmal auf das Rad springen und nicht mehr runterfallen. Das sollte doch machbar sein. Anhalten. Ja. Ja. Okay, auf das Rad ist jetzt relativ, aber wir haben den Boden nicht mehr berührt, also easy. So. Wer dreht jetzt das Ei? Ich habe keine Ahnung. Das Ei drehen wir einfach gar nicht. Jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können. So. Sheesh. Also da geht's los. Das kriege ich auch nicht hin. Also das lasse ich erstmal sein. Die Wolken, oh, weiß ich nicht. Probiere ich nochmal, aber... Ach ja, das war das Ding. Ach ja, Tiererziehung Mantis. Tiererziehung Mantis gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Und das müssen wir noch machen, okay. Tiererziehung Mantis jetzt erstmal. Ah, was für Extremitäten, lol. Muss ich erstmal gucken, was es da für Extremitäten haben wir noch nie gesehen. Wir haben immer nur die Katze bisher. Verschrecken. Also hier sind noch keine Extremitäten. Dann muss das was sein, was später kommt in den späteren Leveln. Verschrecken. Okay. Verschrecken. Hä, hey, was für Extreme... Ich muss nochmal lesen, ich hab schon wieder nicht ver...
schon wieder irgendwas nicht verstanden. Ach so! God dang it, ich muss einfach drauf springen. Ich voll. Warum soll das denn schwer sein? Ob ich jetzt von unten dagegen springe oder. Okay. Okay, okay. Wie auch immer. Wie auch immer. I don't care. Verschrecken! Würdig verloren. Gut draufgetreten. Okay. Hä? Verschrecken! Unmöglich! Hä? Verschrecken! Ja, das klappt ja super. Geht es nur mit dem. Geht es nur mit dem Tentakelvieh? Ah, ja, yeah, okay. Sehr schön. Verschrecken. Ja, hallo? Verschrecken. Ja, aber so trete ich ja nicht drauf. Hä? Verschrecken. So trete ich drauf. Muss ich das so seitlich erwischen oder was, dass das gilt? Verschrecken. Ja, okay, so seitlich. Okay, verstanden. Verschrecken. Nicht versagen. Verschrecken. Ah, wir machen es nochmal normal wieder erstmal. Verschrecken. Ja, das. Oh, das Problem ist. Das. Na. Okay, das war wieder einmal drauftreten. Glaube ich. Bei ihm habe ich das noch nie hinbekommen mit dem Drauftreten. Oha, okay, das ist schwierig. Das lassen wir erstmal. Sorry. Das kriegen wir aber noch hin. Jetzt weiß ich ja, was ich tun muss. Jetzt erscheint mir jeder, der fliegen kann, auch wieder sinnvoll. Nehmen wir Orbulon. Das sollte hinhauen. Das müsste sogar am leichtesten sein. Kann ich mit ihm nicht einfach die Dinger nehmen und dann... Genau, sehr gut. Aufbrechen lassen. Dann kann ich nämlich einfach beide nehmen und hinziehen und dann kriegt er die, glaube ich, auch mit einem Schlag. Aufbrechen lassen. Der schlägt es einfach schon von vornherein kaputt. Okay, nochmal. Aufbrechen lassen. Aufbrechen lassen. Ja, lol. So, jetzt bitte nicht kaputt schlagen, bevor ich loslege. So. Man muss nur die Mission verstehen. Dann läuft das auch. Schwere Sache. So, okay. Schwere Geburt, wollte ich sagen. Gut, ja. Ach, die Wol... Okay, wir probieren die Wol... Ah, wir probieren... Ah, das mit den Fragezeichen... Ah, das ist auch wieder so kritisch, weil das halt 15 Stück sind. Das sind... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Entchen zur Mama. Nein. Nein. Aber wie soll ich die überhaupt? Hä? Entchen zur Mama. Oder ich muss es einfach gar nicht schaffen, sondern nur die Fragezeichen zusammenbekommen. Lul.
Nochmal! Okay, hätte ich nochmal kriegen können. Hätte ich nochmal kriegen können. Das versuchen wir jetzt mal abzuschließen. Okay. Ja, das ist eine ganz gute Stage, um Fragezeichen zusammenzubekommen. Okay, vielleicht kriegen wir es hin. 15 Stück. Gut wäre es, ein Fragezeichen zu kriegen und dann aber noch abzuschließen. Okay, das war Fragezeichen und ich habe abgeschlossen, kein Leben verloren. Sehr gut. Ah, perfekt, genau die Stage brauche ich. Das waren schön viele Fragezeichen schon mal zumindest. Das waren ein paar Fragezeichen. Jetzt müssen wir es wieder abschließen. Aber ein Fragezeichen nehmen wir mit. Ja, oder auch nicht. Okay, schade. Ja, nicht sicher, ob das so gut war. Mehr Fragezeichen? Das war nicht genug Fragezeichen. Okay, aber ich denke, in die Richtung könnte es gehen. In die Richtung könnte die Lösung gehen. Und jetzt rüber. Okay, gut, 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 gut. Okay, es waren glaube ich, 4 Fragezeichen dazu gekommen. Ich wollte es noch abschließen, aber gut. Ah, es waren nicht so viele Fragezeichen. Eins nehmen wir mit, eins nehmen wir mit, eins nehmen wir mit und abschließen. Okay. Das macht mich stolz. Entchen zur Mama. Das schließen wir ab. Entchen zur Mama. Das ist jetzt schön, um hin und her zu wechseln. Ja, ich glaube, da waren ein paar Fragezeichen dabei. Yes! God dang it! Dumme Mission. Okay, probieren wir nochmal seine Extremitäten hier. Ist aber auch eine ganz komische Mission, weil es reagiert halt einfach nicht, wenn ich drauf springe. Also das ist das Problem. Na, so reagiert es nicht. Also ich muss richtig so seitlich irgendwie dran springen und das hat eine ganz komische Hit. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Verschrecken. Na, so irgendwie so. Verschrecken. Aber bei dem funktioniert das gar nicht. Okay, jetzt hat es einmal funktioniert. Da haben wir schon 2 von 12. Verschrecken. Okay, okay, 4 von 12. Verschrecken. 5 von 12. Verschrecken. 6 von 12. Verschrecken. Ah, ich wollte es noch abschließen. Schade, wir bleiben bei 6 von 12. 7 von 12. Verschrecken. Ja, das hat nicht funktioniert. Immer noch 7. Verschrecken. Nee, das schließen wir einfach so ab, lieber. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Verschrecken. Ach, scheiße.
Ah. Verschrecken. Okay. 9 von 12. 10 von 12. Oh Gott, jetzt wird's echt kritisch. Na, es hat nicht gezählt. Immer noch 10. So kam ich nicht mehr runter. Das war halt, das war halt scheiße. Ich kam nicht mehr runter. Okay, war aber gar nicht so schlecht. War aber gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffen wir es ja noch. 1. Verschrecken. 2, 3. Verschrecken. 4. Verschrecken. 5. Verschrecken. 6. 7. Verschrecken. 8. Verschrecken. 9. Hervorragend. Verschrecken. 10. Lieber so, lieber so. Verschrecken. Lieber so. Bevor wir draufgehen. Immer noch 10. Verschrecken. Ah, shit. Immer noch 10. Verschrecken. 11, 11. 1 noch, oder? Wenn ich richtig mache, 1 noch. Wir schließen lieber so ab erstmal. Okay, es zählt wohl nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist natürlich jetzt doof. Ich dachte irgendwie so zählt das, wenn ich so seitlich dagegen springe. Aber es scheint so nicht zu zählen. Tja, dann zählt es wohl nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder ich habe wieder irgendwas falsch verstanden. Weil 12 hätten wir zusammen gehabt. Ha. Oder muss ich einfach auf denen rumlaufen? Tritt auf 12, damit die Tiere sie einziehen. Also wenn ich da drauf... Ich probiere es mal mit drauf rumlaufen, aber das scheint mir nicht funktioniert zu haben bisher. Na, also muss ich halt leider sagen, es hat bisher nicht funktioniert, das drauf rumlaufen. Verschrecken. Na, die ziehen... Hä? Wie? Verschrecken. Die ziehen das nicht ein, wenn ich da drauf hüpfe? Verschrecken. Ich raff das nicht. Die ziehen das nicht ein. Verschrecken. Nicht gut. Ich oh mein Gott, jetzt. Das hat gedauert. Das hat gedauert. Ich muss hoch und jetzt auf die... Und wenn ich oben bin, wenn ich oben bin... Verschrecken. Wenn ich oben bin, muss ich so runterspringen. Excellent. Denn dann trete ich drauf, nicht so seitlich ran. So nämlich. Oh mein Gott, ja, okay. Ja, so nehmen. Oh Gott, okay. Verschrecken. Also, da kriege ich immer nur ein oder zwei hin. Eieieiei. Verschrecken.
Bei ihm gehen die meisten. Also wenn bei dem Viech beim letzten gehen die meisten. Okay. Das waren auch wieder einige. Zwei mehr. Egal, die machen wir so weg wieder. Jetzt habe ich erst verstanden, was die von mir wollen. Weshalb es Mantis sein muss, vor allem. Ja! Oh, come on! Gut, 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 gut. Hat gedauert, aber ich habe es gecheckt. So. Gut. Ja. Das ist crazy. Das ist auch crazy. Das, keine Ahnung, mit welchem Charakter ich das machen kann. Das ist auch crazy. Ja, wir probieren die Wolken noch kurz nochmal, aber da bin ich jetzt nicht so Fan von. Und dann war es das. Wir probieren die Wolken kurz nochmal und dann war es das. Dann ist der Part auch, also der Part und die Aufnahmesession beendet. Dann habe ich jetzt wieder 4 Folgen oder so aufgenommen. Reicht. Reicht mir erstmal wieder. So, Quickie. Zeig mal, wie du auf den Wolken stehen kannst. Ja, aber genau das ist das Ding. Ich darf nicht runterfallen, aber ich fall halt runter. Weil die so schnell abhauen. Ja, es geht doch. Es geht doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles klar. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.